Die 7 Kontakte Remarketing-Regel und wie du damit deine Tanzschule oder Studio mit Mitgliedern vollbekommst. Ich bin Hardy Stelke und leite erfolgreich eine Tanzschule und helfe dir als Member Coach dabei, mehr neue und treue Mitglieder für deine Tanzschule und dein Studio zu gewinnen. Wusstest du, dass die Statistiken sagen, dass Homepage-Besucher circa 7-mal mit einer Dienstleistung oder Homepage in Berührung kommen oder gesehen haben müssen, um genug Vertrauen aufzubauen, um dann eventuell etwas zu buchen? Also wir brauchen insgesamt 7 Berührungspunkte mit dem Interessenten. Erschwerend kommt dazu, dass der User laut Statistik nur circa 3 Sekunden auf einer Homepage bleiben. Du hast also nur 3 Sekunden Zeit, um mit deiner Homepage zu überzeugen, etwas bei dir zu buchen. Deswegen müssen wir einen Remarketing-Funnel aufbauen, um weiterhin mit dem Interessenten in Verbindung zu bleiben. Also hier mal meine persönliche Statistik von meiner Homepage. Wie oft der Besucher auf meiner Homepage sein muss, um zu buchen. Also beim ersten Besuch buchen nur 5% einen Kurs. Ja, und die Statistik geht hier natürlich dann immer weiter nach oben, umso öfter der User auf meiner Homepage ist. Beim 5. Besuch schon 30%. Ab dem 6. Besuch geht die Kurve aber schnell nach oben. Und zwar ist meine Statistik dann, dass die Leute schon bei 80% sind. Also die Frage ist jetzt, wie können wir weiterhin mit den Besuchern und Interessenten in Kontakt bleiben, Nachdem er das erste Mal auf unserer Homepage war? Sei aktiv und warte nicht, dass der User eventuell nochmal zurückkommt. Also wie schaffen wir das? Es gibt da verschiedene Antworten darauf, wie zum Beispiel E-Mail-Marketing. Aber in diesem Video geht es um aktives Remarketing. Vielleicht kennst du dieses Prinzip auch von Amazon. Du schaust dir auf Amazon ein Produkt an und urplötzlich siehst du genau dieses Produkt überall im Netz. Es verfolgt dich, bis du letztendlich kaufst. Ich habe zum Beispiel auf allen meinen Homepages einen Facebook-Pixel installiert und dieser Pixel sammelt die Daten meiner Homepage-Besucher und gibt sie dann an Facebook weiter. Damit habe ich dann als Webmaster dann nochmal die Gelegenheit und die Chance, den Interessenten zum Beispiel auf Facebook anzusprechen. Schau doch mal in deinen Statistiken nach, wie viele Besucher du auf deiner Homepage pro Tag hast und wie viele letztendlich bei dir einen Kurs buchen. Im Schnitt wird es sehr, sehr wenig sein. Und das muss es nicht. Der Besucher hatte schon großes Interesse, hatte schon einen Fuß in deinem Studio und du konntest in den 3 Sekunden nicht mit deiner Homepage überzeugen, warum auch immer der Grund war. Und jetzt kommt die Magie. Remarketing. Was ist, wenn er jetzt gleichzeitig was von dir auf Facebook sieht? Ein Video? Bilder oder ein cooles Angebot? Wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass er in dein Studio oder Tanzschule kommt? Glaube mir, weitaus höher, weil du die 7 Kontakte-Regel nutzt. Günstiger und effektiver bekommst du keine neuen Mitglieder als wie mit Remarketing. Im Schnitt kostet mich nämlich ein Interessent so über Facebook ca. 1,50 Euro bis 2 Euro. Weil ich mich nur darauf fokussiere, wer wirklich Interesse hat. Wenn du noch mehr darüber erfahren willst, hier oben biete ich mein kostenloses E-Book Mitglieder auf Knopfdruck an. Da erzähle ich dir detailliert, wie meine Techniken sind mit Facebook und mit Remarketing.